Hallo Freunde, ich will euch heute mal kurz ein kleines Update zu Tor geben. Tor ist ja dieses Anonymisierungsnetzwerk, dazu habe ich schon mal ein paar Videos gemacht. Das ist allerdings schon relativ lange her und da sollte man mal sich auf den neuesten Stand bringen, was diese Informationen dazu angeht. Ich habe mir zunächst mal erlaubt, eine kleine Grafik zu zeichnen, die ich euch kurz darstellen will wie dieses Tor-Anonymisierungsnetzwerk funktioniert. Dieses Tor-Netzwerk basiert auf dem Prinzip des sogenannten Onion Routing, was jetzt bedeutet, wenn ich jetzt eine Webseite ansurfe, durchläuft meine Verbindung eine ganze Reihe von anderen Servern, um dann schließlich irgendwann ans Ziel zu kommen. Das stellt sich hier so dar: Ich bin hier dieses Origin, also die Quelle, und ich würde jetzt gern zum Beispiel als Origin eine Seite aufrufen, die heißt google.com. Um jetzt diese Seite zu erreichen, muss ich mir zunächst mal diesen Tor-Client runterladen. Das zeige ich euch in ein paar Minuten, wie das funktioniert. Und kann dann dieses Tor-Netzwerk benutzen. Nachdem ich dann meinen Tor-Client geöffnet habe, gebe ich in meinen Browser ein www.google.com. Und in dieser Sekunde wird dieses ganze Tor-Netzwerk hier durchlaufen. Ich stelle jetzt also die Anfrage mit meiner normalen IP-Adresse an ein gewisses Ziel. Meine IP-Adresse soll ich natürlich nicht darstellen, beziehungsweise soll sich gegenüber dieser Zielwebseite nicht darstellen. Deswegen macht Tor es so: Es nimmt mein Datenpaket, gibt es hier an diesen nächsten Tor-Node weiter, der gibt es an den nächsten Tor-Node weiter, der gibt es an den nächsten Tor-Node weiter und so weiter, bis dann diese komplette Kette durchlaufen ist. Diese Tor-Nodes, die können 6 oder 7 oder 8 solche Zwischenschritte haben. Die meisten haben aber erfahrungsgemäß über 10. Jetzt ist es ja so, dass dieser Tor-Node hier zum Beispiel in Belgien stehen könnte, der nächste steht in Schweden, der dritte in Estland, der vierte in Rumänien, der fünfte in Bulgarien und so weiter. Und hier wird immer dieses Paket weitergegeben und bis es dann schließlich quasi sein Ziel erreicht hat oder bis es die Möglichkeit hätte, dieses Ziel zu erreichen. Jetzt ist es so, dass entweder dieses Ziel, also die Zielwebseite, eine normale Seite, eine gute Seite wie google.com sein kann, oder eine böse Seite, wie so ein, böse in Anführungsstrichen natürlich, so eine versteckte Tor-Webseite. Jetzt ist es so: Wenn das eine normale Webseite ist, dann muss mein Datenpaket das Tor-Netzwerk verlassen, weil es ins normale Internet zugreifen muss. Das sieht man hier an diesem Pfeil hier. Und an diesem roten Pfeil hier, der bedeutet, dass diese gute Seite auch auf dem normalen, grünen, schönen Internet gelegen ist. Oder immer noch liegt. Mein Datenpaket verlässt jetzt also das Tor-Netzwerk durch diesen sogenannten Tor-Exit-Server. Das ist ein spezieller Tor-Server, der es möglich macht, Webseiten, die außerhalb des Tor-Netzwerks wie google.com und so weiter ebenfalls zu erreichen. Meine Anfrage geht also hier diesen Pfeil lang, erreicht diese Google-Seite und hier nochmal zu sehen, dass diese Google-Webseite auf dem normalen Internet liegt. Der zweite Fall wäre jetzt: Ich habe meine Zielseite aufgerufen und die ist aber keine normale Seite, sondern also bestimmte Tor-URL. Das ist also ein spezieller DNS-Name oder spezieller Webseitenname. Und dann geht es hier exklusiv nur durch dieses Tor-Netzwerk und berührt jetzt diesen Tor-Exit-Node an keinem Punkt. Und andere Tor-Nodes wie der hier oder der oder der können dann diese versteckte Tor-Seite aufrufen, die natürlich in diesem Darknet, wie man es auch so bezeichnet, liegt. Jetzt muss man sich aber immer im Klaren darüber sein, dass dieses Tor Darknet ja auch bloß ein Teil des regulären Internets ist. Einfach aus dem Grund, da ja diese ganzen Webseiten, die in Tor laufen, ja auch irgendwo laufen müssen. Und die laufen zum Beispiel auf einem Amazon-Server oder wo auch immer, die dann halt angesiedelt sind bei 1 und 1 oder wo auch immer. Und der einzige Unterschied hier zwischen diesem Tor Darknet ist und dem normalen Internet, dass solche Seiten wie dieses Hidden Wiki zum Beispiel, das ist also eine bekannte Tor-Seite, die werden noch durch so eine spezielle Tor-URL versteckt und man weiß nicht, wie dieses Ziel, wessen Identität dann dahinter steckt, wenn ich so eine Tor-Seite aufrufe. Wenn ich eine normale Seite wie Google oder ähnliches oder Amazon oder spielt ja keine Rolle aufrufe, dann weiß ich immer, wie die Identität auch des Ziels ist und das Ziel weiß auch, wie meine Identität ist, nachdem es meine IP-Adresse auslesen kann. Gut, jetzt in diesem Fall nicht, weil wir durch dieses Tor-Netzwerk ja geschützt sind.
Das war es also erstmal soweit zum Prinzip, wie dieses Tor funktioniert. Das ist jetzt nicht sonderlich spannend. Spannender ist die ganze Installation und die Benutzung. Zunächst mal muss man sich hier diesen sogenannten Tor-Browser runterladen. Das ist also nur ein speziell angepasster Firefox, der zum Beispiel keine Skripte erlaubt und bestimmte andere Dinge noch versteckt hat. Diesen Tor-Browser kann ich auf der Webseite www.torproject.com runterladen. Und da klicke ich hier einfach auf Download Tor. Und nicht wie in meinem alten Video muss ich da mordskompliziert rumfuhrwerken, sondern ich klicke hier einfach dieses Tor Browser Bundle an und lade mir das dann entweder für 32 oder 64-Bit für mein Betriebssystem runter. Das gibt es für Windows, Mac oder Linux. Sollte eigentlich somit alles abdecken. Wenn ich dann dieses Teil runtergeladen habe, kann ich mir hier diesen Vidalia Control Panel starten. Das mache ich, indem ich dann diese ZIP-Datei entpacke und einfach diesen Tor Browser öffne. Dann dauert es ein paar Sekunden und wir bekommen dann dieses Vidalia Control Panel und in dem kann ich Tor starten. Das würde ich jetzt hier über diesen Knopf machen. Ich kann mir mein Netzwerk anzeigen, was bedeutet, zeigen mir alle meine Server an, worüber ich verbunden bin und so weiter. Im besten Fall geht so nach 10 Sekunden ungefähr hier dieser Tor-Browser auf in einem neuen Firefox-Fenster und die kann man jetzt noch kurz dann konfigurieren. Jetzt bin ich im falschen Browser. Diesen Tor-Browser, da sollte man auf alle Fälle darauf achten, bestimmte Dinge noch zu deaktivieren. Ich ziehe das Einstellungsfenster mal hier in den Vordergrund. Hier in diesem Bereich Content sollte ich JavaScript zum Beispiel deaktivieren, da bei JavaScript auch meine Identität auch ausgelesen werden kann und das wollen wir ja schließlich nicht. Im optimalsten Fall würde ich sogar noch keine Cookies von Webseiten akzeptieren, damit ich also sicher bin, dass beim nächsten Mal, wenn ich diesen Tor-Browser aufmache, nicht meine Cookies zum Identifizieren meiner Identität dann hergenommen werden. Ich speichere also jetzt dieses Ding ab und würde jetzt dann mit einer grünen Seite starten, die mir zeigt, was meine sogenannte Tor-IP-Adresse ist. Diese Tor-IP-Adresse ist die IP-Adresse irgendeines anderen Tor-Servers, über die wir mit diesem Tor-Netzwerk dann verbunden sind. Und wenn man genau wissen will, was das für ein Server ist, dann kann man das auslesen, muss man aber nicht. Ich habe dazu diese Webseite geoiptool.com benutzt und auf die bin ich einfach raufgegangen. Diese Webseite hat meine Tor-IP ausgelesen und zeigt es dann auf einer Landkarte an, wo ich mich sozusagen befinde, aus Sicht einer beliebigen Webseite. Ich bin also jetzt über diesen exit3ipredator.se mit diesem Tor-Netzwerk verbunden. Wenn ich jetzt eine normale Webseite aufrufe wie geotool.com, dann wird also hier so ein Exit-Node angesprochen und über den meine Anfragen nach draußen ins normale Internet geleitet, wie wir eben schon erklärt haben. Ich kann auch dieses Vidalia Control Panel benutzen, um mir eine neue Identität zu geben. Jetzt muss ich mal das ganze Quatsch da kurz in den Vordergrund rücken. Wenn ich jetzt hier auf Click User New Identity klicke, dann dauert es ein paar Sekunden. Und wenn ich jetzt diese Webseite nochmal aufrufe, dann habe ich im besten Fall eine neue Identität bekommen. Und hier sieht man auch schon, das ist jetzt in einem anderen Land, Latvia, in Riga. Und wenn man das ein paar Mal macht, dann hat man sozusagen immer eine neue IP-Adresse. Oder nicht immer, aber in den meisten Fällen. Das ist also eine coole Sache, um seine Identität zu verschleiern vor dem Webseiten, den ich aufrufe. Und man weiß jetzt hier auch gleich, nachdem das ja wieder die gleiche normale Webseite ist, die im normalen Internet liegt, dass diese IP-Adresse dieses Servers auch wieder ein Tor-Exit-Knoten ist. Dieser Tor-Browser, den ich hier benutze, der kommt noch mit ein paar anderen nette Dinge mit. Zum Beispiel hier dieses NoScripts-Extension, die es dann solchen Webseiten oder bösen Webseiten verbietet, meine IP-Adresse, zum Beispiel meines Computers direkt per JavaScript auszulesen, um mich vor diesem Identitätsdiebstahl halt dann zu bewahren. Wunderbar. Also wir haben jetzt auf alle Fälle schon mal gesehen, wie das Ganze funktioniert, wenn wir eine normale Webseite aufrufen. Wir geben einfach die URL ein und dann wird unsere Anfrage zum Beispiel auf geoiptool.com auf Tor umgeleitet. Und zwar durch so einen Exit-Node. Wenn ich jetzt eine nicht normale Webseite benutze, sondern eine spezielle Tor-Webseite, ich habe dazu mal dieses Hidden Wiki hier geöffnet, das ist ja nicht illegal, außer man klickt irgendwo drauf, dann ist es gleich immer illegal.
Diese Tor-Webseiten, die haben ein bisschen komische URLs. Die beginnen hier mit so einem zufallsgenerierten irgendwas oder bestimmte Länge und die enden mit .onion und danach kommt also der Pfad zu dieser Webseite. Wenn ich jetzt auf dieses Hidden Wiki kommen will, dann muss ich eben diese URL hier genau wissen und die dann eingeben und dann komme ich halt auch drauf, sofern ich mich mit dem Tor-Network verbunden habe und sofern ich diesen Tor-Browser hier benutze. Jetzt gäbe es noch die Möglichkeit, dass dieses Hidden Wiki hier zum Beispiel auch meine IP-Adresse ausliest, wenn ich kein, beziehungsweise wenn ich JavaScript aktiviert hätte, was ich ja vorher deaktiviert habe, dann wäre die Seite hier auch in der Lage, trotz dieses ganzen Tors und so weiter, einfach meine IP-Adresse direkt von meinem Computer auszulesen. Also sollte man schon sicher gehen, dass man auch diese Einstellung deaktiviert hat. Weiterhin ist auch ganz wichtig, immer die neueste Version dieses Tor-Browsers runterzuladen. Wenn man sich eine runtergeladen hat, so eine ZIP-Datei und die ist schon ein paar Wochen alt, dann sollte man die lieber vielleicht wegwerfen und eine neue ZIP-Datei benutzen, wenn man wirklich Wert auf die Anonymität legt. Da es ja in jeder Software immer Sicherheitslücken geben kann, die dann von Angreifern wieder ausgenutzt werden könnten. Diese Tor-Webseite Hidden Wiki ist also ein ganz guter Einstiegspunkt, um sich mit diesem Tor-Thema zu beschäftigen. Hier gibt es schon eine ganze Reihe von Webseiten und Dienstleistungen, die man so vielleicht benötigen kann, wie zum Beispiel File-Hosting oder bestimmte Foren zu bestimmten Themen. Da will ich aber nicht näher darauf eingehen, weil es ja jedem selbst überlassen ist, was er sich dann genau davon anschaut. Man sollte sich auf alle Fälle im Klaren darüber sein, dass hier diese meisten Webseiten doch einen eher grauen bis schwarzen, anrüchigen Touch irgendwie haben und man, wenn irgendwo dabei steht, das ist so und so illegal, sollte man vielleicht nicht draufklicken, wenn diese Webseite oder dieses Thema wirklich in dem eigenen Land illegal ist, weil man sich natürlich immer noch strafbar macht. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel Kokain in Deutschland bestelle über diese Tor-Webseite oder wenn ich mir Waffen kaufe oder sonst irgendwas. Das war es also mal zum ersten Video von Tor. Wir haben also mal kurz jetzt gezeigt, wie diese prinzipielle Funktionsweise ist. Ich habe euch dazu hier dieses kleine Diagramm gezeichnet. Wir haben gelernt, dass wir ein Origin sind und unser Ziel, also unser Destination, durch eine Reihe von Tor-Nodes erreichen. Je mehr Tor-Nodes das sind, umso besser, da ja, wie man sich vorstellen kann, eine Strafverfolgungsbehörde in Belgien und Russland und Litauen und so weiter, bis die alle zusammengespielt haben, ist es schon ziemlich schwierig, eine Identität einer Person nachzuverfolgen. Und besonders, wenn man nicht auch noch diese Tor-Exit-Nodes benutzt, um somit eine reguläre Webseite anzusurfen, sondern nur solche Tor-Seiten benutzt, die dann auch nur in diesem Tor-Netzwerk sich bewegen, kann man davon ausgehen, dass diese ganze Tor-Geschichte doch relativ sicher ist. Falls ihr irgendwelche Fragen dazu habt, könnt ihr mich natürlich gerne wie immer anschreiben, im Channel posten oder eine PN schreiben. Ich werde mal kurz überlegen, was wir zum Thema Tor noch sagen könnten. Ansonsten freue ich mich aufs nächste Video mit euch. Viel Spaß und wie immer bis bald und vielen Dank fürs Zuhören.